Ja, Jungs, willkommen zu Japan Tag 5 und Tag 2 in Kyoto. Wir sind heute früh erstmal allein unterwegs. Der Max war noch etwas müde. Also ist immer noch etwas müde vom Jetlag und sowas. Und wollte dann mal einen Tag haben, wo der ein bisschen auspacken kann. Deswegen bin ich heute Morgen erstmal ein bisschen allein unterwegs. Ich habe mir gerade eben Monster auf der Vending Machine gezogen. Ich weiß nicht wieso, aber die sehen irgendwie viel cooler aus hier. Dosen wieder viel kleiner. Alles viel kleiner. Ich bin das allererste Mal in der Kate Hall. Also du kannst hier alles spielen. Wie heißt das? Über 3, 4, 5, 6 Meilen verteilt, alles. Hey, das ist Gies. Boah. Hey, wir sind wieder raus aus der Spielhalle. Einfach eben 2000 Yen vergambelt. Weiß nicht, war noch so eine Frau vom Personal oder so. Die hat mir so Instructions gegeben, wie diese Maschinen funktionieren. Und da war ich drin. Sag ich ganz ehrlich. Das ging ganz schnell. Ich weiß auch nicht genau, was für Spiele es alle gab. Aber ich habe irgendein Spiel gespielt, da muss man so ein Rad drehen, dann kam so ein Mummi. Die wurden durchgeschossen, dann musst du irgendwie schaffen, durch dieses Main-Tor durchzuschießen und dann irgendwie paar mehr Kugeln dafür bekommen und kann weiterspielen. Ich habe zweimal einfach gottlos verkackt innerhalb 10 Minuten. Ja, ich denke mal, ich laufe hier noch ein bisschen rum, gucken wir mal ein bisschen, gehen ein paar Geschäfte rein, fühlen ein bisschen und dann sehen wir uns. Ja. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, zu irgendeinem Kollegen zu gehen, was anscheinend auch ein bisschen Manga oder Red-Stuff gibt. Digga, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Überall Baustelle. Mal gucken, ob ich ankomme. Das Wetter heute ist auch, sag ich mal, schon echt sehr, sehr gut. Also für die letzten Tage war das Wetter auch ganz gut, aber ja, das ist erstmal das schlechteste Japan-Flagge sehe in Japan. Also jetzt Real Talk, ich habe vorher noch gar keine gesehen irgendwie. Lustiger Zufall auch, was ich auch irgendwie nebenbei ein bisschen erwähnen wollte, ist, gestern, als wir von Osaka abgereist sind, hat sich Nikbeats dazu entschieden, nach Osaka zu fahren. Das ist immer wieder typisch ich, Alter. Und jetzt, na gut, naja, rein theoretisch. Er hat gesagt, er hat vor, heute noch nach Kyoto zu gehen für einen Tag. Vielleicht sieht man den ja random irgendwo, weiß man ja nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht festsetzen, Kyoto ist big. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wie Maps für mich anders hops. Da stand 700 Meter bis zum Laden. Ich laufe schon gefühlt seit 2 Kilometern oder so. Vielleicht habe ich falsch angeklickt oder so irgendwas. 200 Meter anscheinend noch, I don't know. Meine größte Sorge war auch, dass wenn ich in einen so einen Laden gehe, dass ich vielleicht schon direkt an den Tag, wo ich in so einem Laden war, kein Geld mehr habe. Und das gesamte Geld für den Urlaub direkt weg ist. Und ich habe keine Kreditkarte, das heißt, ich kann kein Geld mehr abrufen, wenn irgendwas ist. Alter Jungs, ist das billig hier. Hier kosten gefühlt 5 Mangas in einem Bundle. 1000 Yen? 2000 Yen? Das ist für 5 Manga gar nichts, Alter. Aber ich bin for real fast einen Kilometer für diesen Laden gelaufen. Und als ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, scheiße, ich bin noch nicht einen Kilometer hierfür gelaufen. Naja, es sind noch etliche andere Läden hier. Noch 2 andere. Und die werde ich, glaube ich, erstmal nicht besuchen. Weil, wie gesagt, ich will mein Geld nicht jetzt schon innerhalb von 6 Tagen komplett ausgegeben haben, wenn ich jetzt noch weitere 6-7 Tage habe. Alter, fuck, da gibt's hier viel. Ich hab gesehen, vorne gab's noch ein paar PS2 Games. Richtig, richtig alte. Holy shit, Junge, die haben alles gefühlt. Jungs, es gibt eine Adult Area. Soll ich mal reingehen? Die Beute wurde abgeholt. Ich habe mir wie viele Manga geholt? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe mir 6 Manga geholt. Ja, manche sehen ein bisschen gelb aus, manche ein bisschen weißer, wie sich anscheinend herausgestellt hat. War das ein Store für gebrauchte Manga? Dafür habe ich die aber relativ günstig bekommen. War halt wirklich spottbillig. Ich habe insgesamt 2000 Yen dafür bezahlt. Das war richtig, richtig günstig. Dafür waren viele Manga auch noch in richtig guter Verfassung. Also, finde ich, hat sich gelohnt so. Ich bin mal kurz hier am Straßenrand, damit ich kurz ein bisschen filmen kann und zeigen kann. Ohne dass ich jemanden störe. Das ist der Naruto-Manga, den ich geholt habe. Den habe ich für einen Kumpel geholt. Ich glaube, der freut sich drüber. Dann habe ich mir einen Special Edition Tokyo Revengers mal geholt. Habe ich mir so einen Special Edition mäßig geholt. Den gibt es, glaube ich, auch nur in Japan. Also der ist nie international erschienen. Aber ist halt auch, sag mal, weiß man bis jetzt noch nicht. Weil natürlich die englische und die deutsche Manga-Serie noch nicht so weit ist wie die japanische. Die japanische ist ja schon längst fertig. Da gibt es ja schon längst alle 30 Bände oder wie viel es da gibt. Aber jetzt in Deutschland, glaube ich, ist gerade mal der 7. oder 8. draußen oder so. Dann den musste ich einfach mitnehmen. Also fürs Regal stellen sah da ganz cool aus und Jujutsu Kaisen.
Ich glaube, am 22 ist das. Und dann habe ich mir noch, weil der hat mir gefehlt, ich habe ja für die, die es nicht wissen, ich habe mir ja anfangs die englischen Tokyo Revengers Bänder geholt, weil ich die cooler fand und auch die Cover von denen cooler fand als über den deutschen. Ich den englischen Sprachgebrauch auch nicer fand, so die halt früher available waren als die deutschen. Und da hat mir genau Band 23 noch gefehlt, weil ich habe die damals nur bis Band 22 gekauft und kann mir halt die restlichen nicht mehr holen, weil die Versandkosten viel zu teuer sind, wenn man jetzt welche nachbestellt. Wenn er nachbestellt, anstatt einfach wieder ein Gesamtset zu kaufen, aber so ist es halt. Und deswegen Band 23 nachgekauft. Dann Band 27 noch, weil das anscheinend irgendwo beim Brahman-Arc mittendrin ist, glaube ich. Ich glaube, der müsste vom Brahman-Arc sein. Der Brahman-Arc ist auch einer meiner Favorite-Arcs. Ein cooler Arc. Und außerdem ist das Senju drauf. Und der sieht halt einfach cool aus. Ich finde die Farben von den japanischen Manga-Bändern einfach viel, viel cooler. Die sind so farbenfroh, klatscht viel mehr rein. Und ich habe noch den 30. Band von Tokyo Revengers geholt. Ich werde, denke ich mal, jetzt noch in ein, zwei Stores gehen und dann wieder Richtung zurück ins Hotel. Ich bin jetzt in den nächsten Anime-Laden, 200 Meter von den alten. Und ich probiere jetzt diese Bartschnellfigur zu kriegen. Nein, das wird nicht weiter als das geht. Doch, ist eine andere Variante. So. Jo, er hat's. Komm. Also, what the fuck? What the fuck? First try, Junge. Was war das denn jetzt? WTF? Okay, krass. Ich frage mich, warum ich hier nicht schon früher hingegangen bin. Da hinten ist doch schon wieder ein Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber da ist schon wieder Tokyo Revengers. Hier gibt's so viel Scheiße, Alter. Fortnite für Fortnite, das kann nicht sein. Ich suche jetzt noch ein bisschen weiter. Ich denke, ich werde hier auch ein bisschen Gacha, ein bisschen gambeln. Und dann gucken wir weiter. Hier ist halt helle Shit, also sehr, sehr viel krasse Scheiße. Ich werde hier, glaube ich, jetzt sehr viel Lebenszeit verschwenden. Ich sollte eigentlich ein bisschen Wasser trinken, weil ich merke, dass ich gerade dehydriere. Aber im Manga ist wichtiger. Man muss eben Prioritäten im Leben setzen. Und ich habe meine auch schon gesetzt. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Das ist so krass. Junge, hier gibt's alles. Ich werde das ganze Geld, was ich über die Tage hinweg gespart habe, weil ich versucht habe, immer fast nichts auszugeben, jetzt einfach alles ausgeben. Fuck. Obwohl ich nicht mal in Tokio bin. Wie wird es denn dann in Tokio ablaufen, Alter? In Tokio, Junge, werde ich umharzen auf einmal. Wahrscheinlich. Scheiße. Irgendwie wird das schon. Junge, die haben alles. Von Possession, von Tablets, Bruder. Von A bis Z, von F bis J, Junge. Ich fasse es nicht. Carby. Crazy. Shit. Mal gucken. Ich zeig nachher noch, was ich gekauft habe. Oh. Ich werde sehr viel kaufen anscheinend, scheiße. Alter Jungs, ich glaube mit dem, dass ich hier sehr viel Geld verdienen würde, ist doch kein Joke. Wie weit ich erkenne, haben die hier die Fortsetzung von Chainsaw Man. Bei uns in Deutschland können wir gerade mal das 12.12. Band vorbestellen, die gibt es einfach schon Band 14. Macht das. Oh, die haben Bocchi the Dog. Das war's. Geld ist weg. Das ist einfach nur eine Falle. Eine Falle gestellt von Menschen. Scheiße, wo soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Hiermit kündige ich offiziell meine private Insolvenz an. Hier sind doch auf allen Regalen die ganze Zeit so Meldungen drauf. Sowas hier zum Beispiel. Und hier sowas. Die hängen halt überall diese Schilder. Keine Ahnung, was da drauf steht. Das sind die Befürchtungen, dass sowas steht, wie zum Beispiel, wenn du hier filmst oder so, kommst du Knast. Zum Glück spreche ich kein Japanisch. Das Wahnsinn hat ein neues Level erreicht. Der Wahnsinn. Das Wahnsinn. Scheiße. Nee, das war's halt komplett, ne? Also das war doch nicht mehr lustig. Ich bin schon am gucken, wo es hier einen einfachen Exit gibt. Ganz schnell, zack. Scheiße. Ich werd halt broke. Hey Jungs, ich glaube, ich ist das nicht bewusst. Wir haben erst Tag 5. Es gibt 14 Tage, die wir hier sind. Wir sind nicht mal in der Hälfte, Mann. Ich muss schnell hier raus, sonst ist gleich Geschichte geschrieben. Leudis, ich bin des Wahnsinns. Ich bin verrückt geworden. Wisst ihr, was das gerade war? Das Geräusch? Wisst ihr, nach was sich das Geräusch angehört? Nach 4.800 Yen, Alter. Scheiße. Ja, kann man mal machen, ne? Wenn man verrückt geworden ist. Beißt mich ein, ich muss in die Klapse. Ich habe gesehen, da gibt's noch mehr Arcade Machines. Das war's halt komplett, Digga. Das ist halt, jetzt ist halt der Tag heute, beerdigt mich wirklich. Ich werde noch ein paar Gacha-Automaten heute auseinandernehmen. Ich werde mir alles wieder zurückholen, doppelt und dreifach, ich schwör's dir. Aber die Automaten sind anscheinend wirklich easy, Sachen rauszuziehen, weil der ist zum Beispiel schon leer. Also, ja. Ich versuche gleich nochmal eine Bachelor-Figur zu ziehen. Dafür brauchst du aber safe zwei Anläufe. Du musst den irgendwie wieder rausziehen und dann ziehen. Boah, nee, Digga, da ist schon Bock drauf. Mal gucken, was noch gibt. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch alles. Ich weiß, ihr wollt das sehen. Ich will das auch sehen. Und hier gibt es halt noch viel, viel mehr. Ich werde hier locker nochmal 5.000 Yen verlieren, Alter. Boah, das heißt verlieren. Das nennt sich Investition. Oder? Egal, nein. Ach nö, warum kenne ich davon noch alle Sachen? Ich hätte nicht so viel Anime sehen sollen, bevor ich hingekommen bin. Wir haben alles. Kuroko no Basket Sammelkarten, hallo. Digga, Chainsaw Man, Alter, Bruder, Jujutsu Kaisen, Alter. Ich habe sogar die Figuren einzeln, Alter. Oh, Digga. Spy Family, Digga.
Irgendwie schwindelig, Alter, alles dreht sich. Die erste Single? Was? 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 Zum Glück habe ich meine Haare heute gemacht und habe mir keine Mütze aufgezogen, weil dadurch sehe ich viel weniger und habe nicht so den Überblick, weil hätte ich hier den vollen Überblick, dann wäre das für meinen Portemonnaie der volle Untergang. Mann, ich habe einen Budget-Blush gesehen und ich will den unbedingt haben, aber es ist nur so ein Kopf und ich glaube, es gibt noch viel coolere Budget-Blushes, also ich hoffe, ich weiß es. Ich habe gerade hier noch keinen gesehen. Ich muss sparen. Ich will den normalen auch nochmal sehen. Okay, Jungs, ich bin wieder draußen aus dem Olf. Ich habe noch ebenso um die circa 1000 Jahren vergampelt an Crane Machines. Junge, ich weiß nicht wieso, aber diesen Watschier, den ich First Try gezogen habe, da hat wahrscheinlich irgendjemand schon so lange dran gegambelt, weil dass diese Maschinen rigged sind, ist ja klar so. Aber da hat wahrscheinlich jemand so lange dran gegambelt, dass dieser Greifhaken immer härter und fester geworden ist und ich dann einfach Glück hatte. Und dass der auch noch gut stand, die Figur, und ich das dann gezogen habe, weil ich habe an dem Automaten nochmal probiert, Chigiri zu ziehen. Und der stand ja auch relativ gut da, und den habe ich gar nicht bekommen. Den habe ich auch zweimal reingeworfen. Und dann an einem anderen Automat habe ich nochmal probiert, eine Makima-Figur zu ziehen, einmal kurz. Aber der war komplett rigged, also hättest du gar nichts kriegen können. Außer du spielst da bestimmt für so 2.000-3.000 Yen und pushst die erstmal ein bisschen rum. Und irgendwas anderes habe ich nochmal probiert. Ich glaube, dabei habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, ich gehe jetzt noch was zu essen holen, weil ich kann meine Beine zittern noch schon ein bisschen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen und halt kurz ein Monster getrunken. Und das merkt man auf jeden Fall. Deswegen gehe ich erstmal was essen. Dann überlege ich, meine Sachen abzustellen. Ich habe tatsächlich die Fassung verloren. Und für so, keine Ahnung, 6.000-7.000 Yen Einkäufe getätigt. Mangelschiff. Denke mal, ich werde dann jetzt was essen und dann danach noch ein paar Läden abchecken. Weil klar, es ist viel Geld. Und klar, wir machen noch 1000 andere Sachen. Aber ich habe bevor die Tage ein bisschen gespart. Ich kann mir das ein, zwei Tage mal erlauben, ein bisschen mehr ausgeben. Mehr auszugeben. Kann ich aber nicht jeden Tag machen. Werde ich auch nicht. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Oh, ich habe jetzt kurz zu essen gezogen. Einmal die Dinger hier vom Kamin. Sorry, die fressen so fast die ganze Zeit. Ich werde das jetzt essen. Und dann denke ich mal, werde ich mir noch was trinken holen. Das ist direkt eine Tränkemaschine. Ich denke mal, direkt danach gehe ich ja nochmal ein paar Gacha-Holz aufsuchen. Oder speziell nochmal ein paar Anime-Manga-Shops. Und dann werde ich das auch filmen, soweit möglich. Eben durfte man halt leider nicht filmen bei den Crane Games. Aber je nachdem, wo es möglich ist, damit werde ich machen. Und mal gucken, wird ganz interessant, I guess. Hoffentlich. So ein sowas Gefühl, so reales Gefühl. Ich habe 2-3 Jahre darüber gesprochen, hier hinzufliegen. Und jetzt bin ich hier. Jetzt rede ich nicht darüber, hier hinzufliegen, sondern jetzt bin ich hier. Das ist krass irgendwie. Aber eine Frage, Japan. Wenn ich Müll habe, warum darf ich die nicht da reinschmeißen? Es ist ein Mülleimer. Aber da kommen nur Dosen rein. Mülleimer für normalen Müll findet man so selten. Jetzt darf ich damit rumlaufen. Yo, Leute, wir sind auf dem Weg zum nächsten Anime Manga Gacha Shop von derselben Firma, von der wir da drin waren. Das ist anscheinend sowas wie bei uns Saturn oder Expert. Nur es ist da halt für extra Anime Manga steht es so. Ich bin gespannt, was die da haben. Ob die da ein paar coolere Maschinen haben oder nicht. Ist ja auf den Bildern leider etwas kleiner aus wie der letzte. Und ist noch etwas weiter wie der letzte. Der andere war vom Hotel aus irgendwie nur so 600, 700 Meter. Der hier ist jetzt irgendwie 2,4 Kilometer. Ich bin schon seit 20 Minuten unterwegs. Ich hatte bis eben auch noch die ganze Zeit den Müll in der Hand, den ich eben noch hatte vom Essen. Ja, also wenn ihr nach Japan kommt und ihr müsst eurer Meinung nach unterwegs essen, lasst es sein. Bringt nichts, wirklich nicht. Ihr tragt diesen Müll Stunden mit euch rum. Wir haben überall Mülleimer, aber nur für Plastik. Flaschen oder für Alu-Cans. Die haben keine Mülleimer für Müll. Das gibt's nicht. Also diese Stadt ist so unfassbar sauber. Generell Japan ist so unfassbar sauber. Aber die haben keine Mülleimer. Und ich kann es verstehen. Teilweise hat man so kleine Verpackungen, nur die kann man sich mal 6 in die Hosentasche stecken. Ja, aber ich habe so einen Schokokusson gegessen. Das kann ich nicht in die Hosentasche stecken. Dann ist meine Hosentasche voll mit Schoko. Und trotzdem ist Japan so sauber. Und es ist eigentlich, ja klar, schon ein bisschen Müll hin und wieder mal. Aber eigentlich kaum bis gar keinen. Das ist so krass. Dafür, dass die halt überhaupt gar keine Mülleimer haben. Und meanwhile in Deutschland, Alter. Deutschland hat überall Mülleimer an jeder Ecke. Und trotzdem sieht's aus wie Scheiße. Ich hab's komplett unterschätzt, mit 2 Plastiktüten voller Manga durch die Gegend zu laufen. Und so viele Läden, die einfach leer stehen. Das ist auch unnormal krass. Ich hab auch ein bisschen mit Max mal drüber gesprochen. Der meinte auch so, yo, die Menschenzahlen in Japan sinkt immer mehr. Und es sind immer mehr frei stehende Gebäude hier. Weshalb die schon fast verschenken, so. Und da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Rein theoretisch kann man sich hier so eine kleine Wohnung kaufen. Wirklich so ultra klein. Ungefähr so klein wie unser Hotelzimmer. Hier hinziehen. Und jeden Tag dope Scheiße machen. Boah, jeden Tag übertrieben, ne? Vielleicht so. Zweimal im Jahr für so 2-3 Wochen. Wäre eine Überlegung wert, ne? Rein theoretisch viel braucht man nicht, ne? Einfach eine Mikrowelle.
Wasserkocher und eine Matratze und dann geht's los. Mal gucken, vielleicht mache ich das ja. Ich bin ja ein bisschen geistig. Auf dem Weg zum eigentlichen Store bin ich an jedem vorbeigelaufen. Wir laufen noch, habe ich auf der Karte gesehen, noch einen vorbei. Und schauen wir den einfach mal an. War schon wieder ein großer Fehler damit. Aber der ist sowieso nicht so groß und der nicht so viele Sachen, die mich interessieren, zum Glück. Zum Glück. Weil ich habe damit gerechnet, so als ich den ersten Store schon besucht habe, dass wir heute 10.000 Yen ins Minus gehen werden. Aber wenn die anderen hier Stores, der hier und der andere auch nochmal kurz was haben, dann können es sogar 30, 40 werden. Bitte nicht. Das finde ich so cool. Kein Geld, hallo. Die haben zwar viele Figuren, aber zum Glück nicht von Anime, die ich so 100% feiere. Sonst wäre ja schon Sensor gewesen. Squid Game. Ich bin gerade auf dem Weg zum Anime-Store, wo ich eigentlich hin wollte. Nochmal an einem zweiten vorbeigelaufen. Und bin auch nochmal rein. Weil ich nicht gesehen habe, ist, dass es kein Anime-Store war. Sondern ein Sextoy-Store. Und nur die unterste Abteilung Anime-Stuff hatte. Demnach war ich auch etwas verwundert, als ich mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage gefahren bin. Es da ein bisschen anders aussah. Jo, passiert. Gut, ich weiß nicht, was passiert, werde ich mich dann noch weitere 10 Minuten aufgehalten. Nicht, dass ich mich überhaupt 10 Minuten drin aufgehalten hätte, auf gar keinen Fall. Und jetzt gehen wir zum eigentlichen Anime-Store und ich hoffe, es ist wirklich, wirklich nur ein Anime-Store. Jo, mir tut alles weh. Aber wir sind endlich da. Irgendwie sketchy bin ich mit irgendeinem Fahrstuhl da hinten hochgefahren. Und jetzt sind die ganzen Gacha. Und kommt es gut runter. Ja. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt schon Stuff zu Tokyo Revengers, Kulok. Mit Sasha Quintuplets, Jutsu Kaisen, Slam Dunk, Genshin Impact und vieles weiter. Aber es sieht auch sehr, sehr viel nach Scam aus, irgendwie, weil man auch nicht erkennen kann, was man da was zieht. Und man zieht jetzt halt irgendwie 300, 400 Yen oder so. Schon krass. Oder was kriegt man da raus? Sieht man keiner Arsch. Ist aber nur der Eingang. Mal gucken, ob nicht gibt es noch bessere Sachen. Gerade wenn ich das Kid Blue Lock verfilme. Einfach Parfüm zu Blue Lock, Genshin. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg, um ein bisschen ausruhen, vielleicht noch was essen, was trinken und dann geht's mal weiter. Mal gucken. Vielleicht treffen wir uns gleich mit Max und gehen was essen. Also, vielleicht gehen wir auch erstmal alleine auf eigene Faust mal ein bisschen was machen. Das sehen wir gleich. Ich würde erstmal ins Hotel zurückgehen. Ich habe eben nochmal Geld gewechselt. Ich habe nochmal 100 Euro in Yen umgewechselt. Ich weiß, hätte man alles lieber in Deutschland machen können. Und ich weiß, dass die Gebühren hier auch ein bisschen mehr sind, aber ab dem heutigen Tag wird sowas öfter vorkommen, dass ich hin und wieder mal mich in Gacha- und Manga-Geschäften verliere. By the way, für die, die es interessiert, ein Rückweg ist jetzt wieder eine halbe Stunde, Digga, aber 2,4 Kilometer. Ich kann das alles nicht mehr. Einmal so ein Chainsaw Man. Achso. Wahrscheinlich, oder? Wir haben einmal so ein Tokyo Revengers. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder was es sein soll. Es sah aber cool aus. Es ist Volume 2 anscheinend. Steht TV drauf. Boah, ein Poster. Da sind wahrscheinlich einfach nur Poster drin. Keine Ahnung, es sah cool aus. Es war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Na doch, 1.300 Yen. War vielleicht doch ganz teuer. Watch the Rock. Im selben Anschluss dann auch. Das habe ich auch nicht gefilmt. Da habe ich mir die CD geholt von denen mit der Musik drauf. Kesuke Band. Musste einfach sein. Ist ein richtig cooler Anime. Ich habe es übel gefühlt. Und ich fand genauso geil auch die Lieder, die da gespielt haben. Deswegen habe ich es mir gekauft. Das ist übel cool. Das sind die Side-Stories von Nagi und... Sorry, ich habe Name vergesse, wie die, glaube ich, zu Fußball gekommen sind oder einfach, nee, genau, die Zeitstory auch oder die Anfangsstory von ihm auch, der hat anscheinend anfangs auch Handball gespielt und so, kein Plan. Also irgendwas auf jeden Fall mit den beiden. Ich habe mir Tokyo Revengers Band 6 geholt. Warum 6? Weil Kazutora drauf ist und der ist einer meiner Favorite Characters. Brilliant Full Color Edition. Das ist halt nice. Bachira ist mein Favorite Blue Lock Character. Danach kommt Chigiri und danach hätte ich gesagt Nagi, so mäßig. Oder Isagi, mal gucken. Und deswegen brauchte ich einfach den Blue Lock Band 2 auf Japanisch. Es ist halt einfach so. Also... Muss, das ist ein Muss, da gibt's keine Widerrede. Dann, zu guter Letzt, einfach weil es gerade neu ist und weil es irgendwie cool aussah, Chainsaw Man Band 14 auf Japanisch. Ey, yo, Sammler, hehe. Auch alles komplett neu. Und dann eine Sache, da wurde ich gescammt, da hat man auf dem Gacha-Automaten nicht gesehen, was drin ist, sondern nur gesehen, dass es sich um Blue Lock handelt und ich habe einfach einen, ja, Rin Itoshi, oder wie der heißt, Pin. Nennt sich das Pin? Button nennt man das, glaube ich, ja. Übel langweilig. So eine Scheiße. Hat 300 Yen gekostet. I can't fly, ey. Das war's. Ich gehe jetzt wieder los. Hab 1,5 Stunden hier gechillt. Das heißt, wir haben jetzt schon 17.36 Uhr circa. Und dann sehen wir uns gleich.
Jetzt hab ich mir sowas zu essen. By the way, ich hatte euch ja mal das Dings gezeigt, dieses Coca-Cola Peach Water Getränk. Oder mit Bekleidung, ich weiß, was für Coca-Cola ist, I don't know. Was ganz lecker ist. Kleiner Insider-Tipp für die, die das schon getrunken haben oder was anderes in der Richtung trinken wollen. Oder denen das nicht geschmeckt hat, ist das hier. So ein Pfirsich-Nektar. Also alle, die generell Pfirsich fühlen, ist ganz geil. Hier sind wir. Da waren wir doch schon mal. Schau dich mal, wie sick das aussieht mit Sonnenuntergang, mit dem Berg. Vergesst alles, was ich gegenüber Crane Games gesagt habe. Alles. Wie man sieht, ich war gerade in besagtem Geschäft auf besagter Etage und habe besagtes Geld verloren. Ich habe trotzdem ein bisschen was gewonnen. Ich zeig's gleich. Es war nichts viel. Durch einen Automaten am Ende noch ein bisschen rausholen konnte, weil es gab einen Automaten. Da hat man irgendwie so immer so 100 Yen reingeworfen, dann kam so ein Stift, der hat sich bewegt, dann hat man so Murmeln runtergedrückt, die sind in so Kästen reingeflogen oder halt auch nicht. Und wenn die in den Kasten gelandet sind, hast du halt was bekommen und das war halt der einzige Automat, der zwar gerigged ist, natürlich auch klar, aber den man noch halbwegs irgendwie bieten konnte, wo ich am Ende noch ein bisschen was zurückgeholt habe, aber eigentlich auch nur Trash. Und zwar habe ich dreimal einfach eine Corona-Atemschutzmaske. Aber Bro, drei Stück ist halt auch so eine Sache, ne? War dieser Mark immer Plush. Macht das Geld, was ich reingesetzt habe, nicht wett? Aber ey. Ich weiß, ich wollte eigentlich kein Video mehr machen. Aber ich habe ganz vergessen, ich bin ja Mensch und Menschen müssen ja auch was essen. Und deshalb habe ich mir nochmal was zu essen gekauft. Aber diesmal nicht im Convenience Store, nein. Diesmal war ich tatsächlich bei Mc's. Mc's muss ich auch mal probieren in Japan, wie das so ist. Ich habe für drei Burger so ein Apfeltaschen-Dings, aber ich glaube mit Erdbeeren drin und so ein Schokozeug. Und einen Kaffee nur 1460 Yen bezahlt. Also ist vergleichsweise sogar noch echt günstig. Und das probieren wir ja. Und was kriegt man so für 1460 Yen? Haufenweise Plastik. Nee, also wirklich, jetzt kein Joke. Das ist einmal in einer Plastiktüte verpackt, einmal so. Und dann der Kaffee nochmal in einer extra Plastiktüte. Halleluja. Plastik. Plastik. Obwohl das sowieso schon alles verpackt ist. Wir können bei Capri-Sonne nicht mal Plastikstrohhalme haben, aber die machen Plastik für Plastik, Alter.